Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Wo wurden wir denn hier rausgelassen von unserem lieben Freund und Kupferstecher Kilian? Oh, auf dem Radweg. Von wo ist er denn eigentlich gekommen? Was müssen wir überhaupt machen? Ich weiß leider nicht, was wir gerade... Was ist, ach, Rüsselmops. Rüsselmops ist Level 33, genau. Ja, Rüsselmops ist schon ein cooles Pokémon. So, okay, Mike steht an erster Stelle. Wir wollen, was hat denn Grotexuri für Item, für ein Item? Das kann man doch hier bestimmt irgendwo sehen. Achso, er hatte ja Schutzband. Und was hat Adrian für ein Item? Erstmal gucken. Schattenglas. Was bringt denn Schattenglas? Schauen wir uns das mal an. Ich habe leider keine Ahnung. Schattenglas. Ach, das hat er ja bei sich. Da kann ich auch gar nicht mehr hier drin sein, Mensch. Ja, es ist schon spät. Das wollte ich denn jetzt gucken. Ach ja, wo wir denn sind. Den nächsten Ohren brauchen wir. Das heißt, das wird wohl... Okay, wir werden erstmal... Ach, sind wir doch nicht von da gekommen? Wo müssen wir denn jetzt... Erstmal nehme ich ein anderes Pokémon hier. Vielleicht sollten wir erstmal ins Pokémon Center, oder? Oder? Wir scheinen keine Gegner mehr zu haben. Ach doch, tatsächlich. Oh, jetzt haben wir den ersten Baradel. Her mit den Moneten. Wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. Was? Oh, voll der harte Kerl. Ein Biker von eine Herausforderung von Biker Arne. Und der setzt gleich auch prompt Smoggern ein. Ja, dann freue ich mich schon wieder auf Vergiftungen ohne Gleichen. Oh, das coole Pendel. Oh, ich liebe Hypno. Das Kinderschänder-Pokémon. Nein. Obwohl. Zip. Gut gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Ich finde das Pokémon einfach nur so cool wegen seinem Aussehen. Und weil es ein Psycho-Pokémon ist. Nein, möchten wir doch nicht. Slimer. Was setzt man da ein? Confusion. Selbstverständlich. Na klar. Ja, setz ruhig deinen Kreideschrei ein. Das wird dir eh nichts mehr bringen. Spätestens, wenn wir dir eine Kopfnuss geben. Bong. Rüsselmops. Als nächstes wird Smogmog von Biker Arne eingesetzt. Nein, wir möchten auch das diesmal nicht wechseln. Das kommt, wenn man immer so schnell... Oh. Gefährlich. Ich muss mir gleich nochmal angucken, was Meditation bringt. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Schönes Ding. Ist verwirrt. Passt. Ah, das war klar. Aber nichts, das stellt uns nicht vor unlösbare Probleme. Jawohl, sieht gut aus. Das darf nicht wahr sein. Rot gewinnt 560 Pokédollar, passt. So, Wespe und Biker ist das. Hey Kitty, lass uns kämpfen. Ja, das Kitty... wird dir gleich mal ordentlich in den Allerwertesten treten. Allein schon mit Konfusion. Ach, ich wollte doch gucken, was Meditation macht, Mensch. Nein, wir möchten das Pokémon nicht wechseln. So, jetzt kommt bestimmt wieder fünfmal hintereinander Smogon. Nein. Also, ist, wenn der Finger zu schnell ist. Das ist auch bei FIFA genauso. Wenn man da spielt mit jemandem und am Ende des Spiels. Oh.
Man wird dann gefragt, jetzt zur Lobby zurückkehren, ja, nein, und man nein drückt, ist man ganz aus dem Spiel draußen, dann muss man erst wieder von seinem Kumpel oder mit dem man da gerade spielt, neu, ach, ich wollte doch keine Konfusion ersetzen. Auf jeden Fall muss man dann wieder vom Kumpel oder so erst neu eingeladen werden. Und wenn man auf Ja drückt, ist man halt in der Lobby dann gleich drin und man kann gleich das nächste Spiel starten quasi. Und standardmäßig, nein, Mensch, das ist schon wieder, und standardmäßig drückt man dann immer auf A, 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 A. Und natürlich ist dann die Standardauswahl nein und dann wird man mal zurückgesetzt. Dann muss man erst neu eingeladen werden. Das habe ich, glaube ich, eben schon mal erzählt, aber okay. Lassen wir das. So, jetzt noch einmal Slimer, ja, komm her. Und dann bräuchten wir erstmal ein Pokémon Center. Und dann muss ich mir. Dann muss ich mal nachgucken, was Meditation ist. Meditation, Meditation, Meditation. Wenn man sich ganz oft. Wenn man sich ganz oft vorsagt, dann darf man es ja eigentlich nicht vergessen. Meditation, Meditation. Meditation, Meditation. So, jetzt vergessen wir es nicht. Nein, falsches Pokémon. Falsches. Da, genau. Nein, falsches Pokémon. Friedliche Meditation und Angriff. Ach, was. Das wirkt sich dann ja vermutlich positiv auf Konfusion und auf unsere Psychoattacken aus. So, wo geht's jetzt am schnellsten Richtung Pokémon Center? Karte. Kampf was? Kampfwander? Eigentlich wäre ja Fuchsania. Schaffen wir das noch? Wir schaffen das noch. Da habe ich jetzt keine Lust zurückzuradeln. Oh nein! Ach, ich wollte doch das Pokémon wechseln. Du bist ein schlaues Kind. Gut, wir kennen uns zwar nicht, aber danke. Göre, ist das eine Göre? Schönheit! Ach, verdammt. Schönheit Ilona. Das ist für mich nicht so schön. So. Auch hier dürfte Konfusion noch für reichen. Oder auch nicht. Dann machen wir es halt so. Oh nein, was? Das ist doch ein schon schweres Pokémon. So, dann machen wir halt Durchbruch. Zack. Oh, sogar. Oh. Psychokinese. Starke Psychoattacke, eventuell die Spezialverteidigung senkt. Stärke 90, Genauigkeit 100. Stärke 50, Genauigkeit 100. Die hat aber mehr. Kopfnuss könnte man eigentlich wegpacken, oder? Das braucht doch kein Schwein. Obwohl, vielleicht, ach verdammt, vielleicht hätten wir doch lieber. Vielleicht hätten wir doch lieber Konfusion ersetzen sollen. Boah. Was war das jetzt? Ho. Seine Locke da oben. Locke ist das. Lockemann. Lockemann Knuddeluff. Und du siehst so süß aus. Meint sie mich oder das Pokémon? Das Pokémon will kaum. Oder? So, wir brauchen erstmal ein anderes Pokémon. Wir nehmen Adriana. Adrian. Schauen wir mal. Ich trainiere Pokémon, weil ich alleine lebe. Okay. Das ist natürlich auch ein Grund. Das ist genau so, wenn ich sage, ich esse bei McDonald's, weil ich alleine. Ich esse bei McDonald's, weil ich arbeiten gehe. Aber das ist doof. Das riecht hier so verlockend. Nach Lockduft. Na gut, wir wollen ja nicht flüchten. Wir könnten auch dieser Knospe mal gießen mit unserer Aquawelle, aber ich glaube, das würde
glaube, wenn Kilian das sehen würde, dann würde er sich im, ich wollte gerade sagen, im Grab umdrehen, aber soweit ist es ja noch nicht. Dann würde er sich, glaube ich, gleich vor meiner Haustür stehen. Wenn ich so einen Fehler mache, Pflanze mit Wasser zu bekämpfen. Boah. Ach du Schande. Oh nein, mit Kilian möchte ich mich nicht anlegen, mit dem 2,10 Meter großen Typen. Mit seinen 110 Kilo, aber alles pure Muskel. Glaub mir, das möchtet ihr auch nicht. Buch. Westen nach Fuxania City. Nein, nein, nicht den Beutel. Genau, Pokémon. So, der Rasierblattapparat-Dingens. Der Rasierblattapparat hat uns ganz schön zugesetzt. Ich fürchte Jake, wobei das wahrscheinlich jetzt aber nicht, das ist ein... Meine Vögel erschaudern, du musst wirklich sehr gut sein. Ich sehe, man kennt mich bereits in der ganzen weiten Welt. Vogelfänger Vitali. Warst du noch damals, Vitali? Diese unglaublich coole Milchschnittenwerbung war das, glaube ich. Warst du noch damals, Vitali? Dodo. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, das Pokémon. Und ist sogar sehr effektiv, ne? Genau. Schon wieder Dodo? Ne, diesmal setzen wir Kampf mal einmal schauen. Ja, ja, kann man machen. Kann man einsetzen gegen Dodo. Kampfattacken. Kann man einsetzen, ist nicht das Schlechteste. So, einmal Ruckzuckhieb und dann sollte die Sache auch erledigt sein. Ich lag also richtig. Rot gewinnt 672 Pokodollar. Was ist das jetzt? Ach so. Wo geht's nach... Kann man da oben eigentlich lang? Ach, haben wir gar kein Pokémon? Ach so, wir haben ja gar kein Pokémon Zerschneider. Ach, stimmt. Das ist Schaufler. Wir hätten auch Schaufler einsetzen können, um zum Pokémon Center zu kommen. Wir hätten vor allen Dingen auch fliegen können, oder? Ach, Mann. Oh, ich fasse es nicht. Ach nee, das ist aber doof. Oh, Mann. So, dann werde ich schon mal... Nein. Mal schauen, ob Kilian das noch mit den restlichen Pokémon dahin schafft. Wobei, na gut, okay, ich glaube, wir sind jetzt sowieso schon in Fuxania City. Da kommen da noch ein paar. Was ist das denn? So, okay, hier geht gerade... Oh, jetzt muss ich doch nicht... oh Gott, was ist das denn? Was war das denn gerade? Na, da habe ich jetzt nichts zu. So, ich wollte mich gerade verabschieden und dann rennen wir hier auch noch voll rein. Na gut, dann machen wir den Kampf halt noch zu Ende. Unglaublich. Und auf einmal geht das Ding hier los. So, Eroas, jawohl. Zack. Komisch. Was war das denn für ein Geräusch gerade? Nein, das war mein Telefon, besser gesagt. Mein Mobile Phone. So, jetzt aber. So, wir sind. Ja, wir haben ein paar Trainer geschafft und bin mal gespannt, wie weit Kilian das nächste Mal kommt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim übernächsten Mal. Also, dann macht's gut, haltet die Ohren steif. Bis dann, ciao.